Heute findet das allererste regionale Flag-Football-Turnier der NFL statt und das natürlich in der schönen Stadt Düsseldorf. Wir haben 9 Schulen heute am Start, die in 2 Gruppen, in 2 Altersklassen gegeneinander spielen und den ersten und zweiten Düsseldorfer Schulmeister ausspielen. Wir haben schon vor ein paar Wochen die Trainingseinheiten mehr oder weniger betreut, aber jetzt bei dem Finalturnier dabei zu sein und ich glaube, man hört die Stimmung im Hintergrund, ist einfach unglaublich, was auch für den Spaß die Jungs und Mädchen hier haben und was für Energie sie bringen. Alle Schulklassen, die an dem Turnier teilnehmen, haben von uns ein komplettes Outfit bekommen, also ein Wendejersey mit Shorts, mit Socken, mit Sleeves, alles was dazugehört. Wir haben noch einen riesen Entertainment-Bereich aufgebaut, wo die Kids sich austoben können. Es gab was zu essen, es gibt was zu trinken und ja, wir haben wahnsinnig spannende Spiele heute gesehen. Also sowohl auf als auch neben dem Feld hat das prima geklappt. Was ich auch sehr cool finde, das ganze Branding auf der Seite, Tribüne. Wir haben die Schiedsrichter wirklich am Start, also sieht alles professionell aus. Die Kinder haben die Trikots an, die Armsleeves, also ich habe das Gefühl, es ist fast schon ein NFL-Spiel hier. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich damals in der Schule vielleicht mit 12 schon zum Sport dazu gekommen wäre und nicht erst mit 15, 16 gleich dann zum richtigen Football, sondern mit Flag auch angefangen hätte. Ich glaube, man merkt wirklich, es ist der NFL sehr, sehr wichtig, dass der Sport weiter wächst. Und es fängt an mit ja, wirklich jungen Menschen in dem Alter und die Begeisterung hört man, glaube ich, im Hintergrund. Da blüht mein Herz natürlich auf, dass der Plan aufgegangen ist. Wir fangen gerade erst damit an, aber das Konzept passt auf jeden Fall. Und so kriegen wir Flag Football an die Schulen. Und die Begeisterung, ja, da muss man nichts zu sagen. Das ist gigantisch, was hier passiert.